Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin hier mit Moritz Schmitz bei dem Stand von der Firma Schubert Additive Manufacturing und ihr habt hier eine richtig coole Box, eine Pattern Box, wie ihr die nennt. Oder Part Box, genau. Was genau macht ihr denn? Ja, vielen Dank. Also, was wir dem Kunden bieten, ist eigentlich eine Gesamtlösung für die dezentrale Produktion. Das heißt, wir wollen dem Kunden ermöglichen, Ersatzteile, Bauteile, was er benötigt, dezentral zu produzieren, mit dem Fokus, den Einstieg so einfach wie möglich zu halten. Klar, manche Technologien im AM-Bereich brauchen ja viel Erfahrung, ich brauche geschultes Personal und das wollen wir eigentlich möglichst reduzieren. Das heißt, wir wollen eigentlich, dass jeder den Drucker bedienen kann. Das heißt, egal, sei es einer aus der Werkstatt, es muss kein Facharbeiter sein. Das heißt, wenn man ein Ersatzteil braucht, muss jeder in der Lage sein, das Teil produzieren zu können. Das heißt, eure Kunden sind hauptsächlich Businesskunden, vermute ich mal, ja? Ja, genau. Also zu unserem Hintergrund kurz, wir gehören eigentlich zum sehr großen Verpackungsmaschinenhersteller und da ist oft gerade die Werkzeuge, sind auch mal Sauger, Greifer, die der Kunde hat. In der Vergangenheit war es so, wenn ein Werkzeug kaputt gegangen ist in der Maschine, hat es 3 bis 4 Wochen gedauert, bis der Kunde einen Ersatz bekommen hat. Und das kostet natürlich dann Maschinenstillstandszeiten, kostet viel Geld. Und die Idee, aus der die Partbox entstanden ist, der Kunde stellt sich den Drucker direkt in die Werkshalle. Das heißt, hat er einen kleinen Footprint, den kann ich überall hinstellen und kann dann vor Ort die Ersatzteilproduktion starten. Und am nächsten Tag hat er sein Teil, im Gegensatz zu 3 bis 4 Wochen. Das ist die Grundidee gewesen. Ja, sehr genial. Jetzt sehen wir hier die schicken Boxen rumstehen. Welche Temperaturbereiche drucken die denn und welche Materialien können denn damit gedruckt werden? Weil wenn es im industriellen Bereich ist, müssen das ja schon anspruchsvolle Materialien sein, denke ich mal. Ja, genau. Also wir haben ja gesagt, das Konzept soll so einfach wie möglich sein. Deswegen haben wir jetzt auf einem Material momentan beschränkt. Das sind PA6, also Nylon, Polyamid. Das drucken wir bei 270 Grad. Und genau, das ist auch der Temperaturbereich. Wir sagen auch den Kunden, der Kunde soll keine verschiedenen Materialien einsetzen. Das heißt, das Material stellen wir dem Kunden auch komplett bereit. Also das ist eine Komplettlösung, die wir anbieten. Deswegen haben wir das eine Material. Da kennen wir die Parameter gut, da wissen wir, mit den Parametern kriegen wir gute Endergebnisse. Und deswegen nutzen wir das Material, genau. Ja, sehr cool. Was passiert jetzt, wenn so eine Maschine halt, ich kenne es bei den privaten Druckern halt entsprechend, da kann öfters mal was kaputt gehen. Was passiert, wenn so ein Drucker kaputt geht und der Facharbeiter jetzt oder der Mitarbeiter vom Kunden halt nicht weiß, wie er es reparieren soll? Genau, also unsere Kunden sollen eigentlich gar nichts am Drucker selber reparieren. Der Drucker ist an sich sehr robust gebaut, das heißt von den Komponenten, die wir verwenden, das heißt Linearführung, Kugelbindetrieb von Bosch Rexroth, alles sehr robust gebaut. Wenn etwas was dran sein sollte, dann schickt der Kunde uns den Drucker zurück, kriegt sofort einen neuen. Wenn in der Zwischenzeit Ersatzteile benötigt, kann er die bei uns auf der Druckform laufen lassen. Wir lassen die dann zukommen, dass er auf jeden Fall seine Ersatzteilversorgung gesichert hat. Aber der Fokus wirklich, der Kunde soll am Drucker gar nichts machen müssen. Das ist unser Ziel. Das heißt also, ihr bietet quasi so ein Komplettpaket, so ein Stell hin und druck nur die Teile und einfach alles andere kümmern wir uns Paket im Prinzip. Wie teuer wird so ein Paket? Genau, also wir verkaufen nicht den Drucker, sondern wir verkaufen Druckstunden, sagen wir. Da haben wir verschiedene Pakete, beispielsweise 1000, 2000 oder 5000 Druckstunden. Und je nach Paket richtet sich dann der Preis pro Druckstunde. Das heißt, beim kleinsten Paket sind 7 Euro pro Druckstunde, beim größten sind es 3 Euro. Und das macht einfach die Kalkulation für die Teile, macht es sehr transparent, weil alles andere ist in dem Preis inbegriffen. Beim Material liegt man auch knapp bei 100 Euro pro Kilo, aber da muss der Kunde sich um gar nichts kümmern. Wir stellen das Material, den Drucker, das Betriebssystem, über den der Drucker gesteuert wird. Das heißt, so ergibt sich das Preismodell. Ja, sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist ein sehr nachhaltiges Projekt, finde ich sehr genial. Vielen Dank für das Interview. Ich wünsche euch noch einen erfolgreichen Messe letzten Tag. Und schönen Tag noch. Danke. Danke. Ciao. Tschüss.